Hey, ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Peaceful Warrior. Ich habe heute die Pia da. Ihr habt es bestimmt schon auf Instagram und Co. überall gesehen. Und bevor die Pia sich selber vorstellen darf, kriegst du ein paar Fragen. Und zwar kriegst du Was-wäre-wenn-Fragen von mir. Und du musst sie einfach so schnell wie möglich einfach aus dem Bauch heraus beantworten, ohne groß drüber nachzudenken. Und dadurch lernen die Leute dich schon so ein bisschen im Vorhinein kennen. Und danach hast du natürlich nochmal die Möglichkeit, dich selber so ein bisschen zu introducen, ne? Bist du ready? Juhu! Ich bin aufgeregt und ich freue mich. Ja, her damit. Okay, was wäre, wenn du dein Handy verlieren würdest? Dann würde ich erstmal chillen. Okay, was wäre, wenn du morgen in ein Hornissennest in deinem Schrank finden würdest? Da würde ich auf jeden Fall jemanden anrufen, der das entfernt. Okay, jetzt eine richtig strange Frage. Was wäre, wenn du durch die Luft schwimmen könntest? Oh, das wäre großartig. Das würde ich total genießen. Und das habe ich auch schon oft geträumt, tatsächlich. Ich glaube, jeder hat sowas schon mal geträumt, ne? Was wäre, wenn du plötzlich ein Star wärst? Dann würde ich ganz viel Charity machen und unheimlich viel Aufmerksamkeit auf Themen richten, die jetzt gerade für unsere ganze Welt ganz wichtig sind. Cool. Was wäre, wenn du nie mehr arbeiten müsstest, aber könntest? Dann würde ich trotzdem arbeiten, weil ich meine Arbeit so sehr liebe, und würde, glaube ich, noch mehr Projekte machen und unterstützen mit anderen Leuten und coolen Organisationen. Ich mir schon fast gedacht, dass du sowas sagst. Was wäre, wenn du einen Tag unsichtbar sein könntest? Boah. Unsichtbar? Dann würde ich, was würde ich denn da machen? Ja, ich würde mir das alles mal angucken. Ich würde tatsächlich überall mal hinsausen und mir Menschen, ich liebe es, Menschen anzugucken und wie Menschen sind und wie Menschen reagieren. Und ich glaube, ich würde einfach mir so alltägliche Orte aussuchen und mir einfach unbekümmert Menschen angucken. So wie so Sachen, die man sonst wahrscheinlich nicht so, so extrem machen würde, ne? Wenn du ja, richtig, so wie eine Sozialstudie. Richtig, genau, ohne dass die Leute eben das Gefühl haben, hier, ich starre. Aber so in der U-Bahn fahren zum Beispiel. Ich fahre ja gern öffentliche Verkehrsmittel. Und dann da einfach mal zu sitzen und in Ruhe zu gucken, ohne dass sich jemand beobachtet fühlt. Ne? Wie Menschen aufeinander reagieren, wenn die jetzt irgendwie in Berlin hast du ja viele Obdachlose, wenn die reinkommen, ne? Wie reagieren die Menschen, gucken die alle auf ihr Telefon oder, ne? Wie, also soziale Interaktion. Du fährst gerne öffentliche Verkehrsmittel? Ich fahre gerne öffentliche Verkehrsmittel. Das ist für mich eine Sozialstudie vom Feinsten. Ich lerne verrückt. Jedes Mal. Ich höre auch keine Musik in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich habe gerne Kopfhörer drin, dass es so aussieht, als hätte ich irgendwas auf dem Ohr. Mhm. Aber ich höre ganz viel und ich sehe ganz viel und finde es total spannend, eben, wie Menschen reagieren miteinander oder eben auch nicht. Okay, was wäre, wenn du einen Tag lang in deinem Lieblingsfilm gefangen wärst? Mein Lieblingsfilm, da fängt schon an. Oh, ja. Also ich stehe voll auf Disney und auf die Muppet Show. Und wenn ich da drin wäre, ich hätte den Spaß meines Lebens. Ich würde vermutlich gar nicht mehr rauskommen wollen, weil ich so großartig bin. Und ich würde singen. Ich würde ganz viel singen. Schlecht. Weil ja, in Disney-Filmen wird ja eh immer gesungen, ne? Na, richtig. Würde ich einfach mitsingen. Ich bin eh textsicher. Also bei vielen. Wenn du dir ein Geburtsland hättest aussuchen können, welches wäre das? Also intuitiv kommt jetzt Südamerika. Südamerika, kein spezielles Land, aber Südamerika kommt da jetzt so gerade. Das ist so ein Impuls. Ja, Südamerika, also Kontinent halt, ne? Also Südamerika, Afrika, ein Land speziell. Nicht, aber Südamerika, vielleicht Peru. Da zieht es mich auch so ein bisschen hin tatsächlich. Also Südamerika, irgendwas ganz, also nahe Dschungel, vielleicht auch Costa Rica, sehr naturverbunden auf jeden Fall. Okay, letzte Frage. Was wäre, wenn du noch einmal Kind sein könntest? Das bin ich jeden Tag. wenn ich noch mal Kind sein könnte, ich glaube, ich Bällebad finde ich geil. Da darfst du jetzt nicht mehr rein, ne, als Erwachsener.
Außer du gehst in so eine geile Jumpinghalle. Aber ich glaube, sowas fände ich so Kinderland, dieses Kinderding bei dem großen skandinavischen Möbelhersteller. Das Smallland. Da würdest du den Tag verbringen, ne? Tatsächlich, ja. Okay, nice. Okay, ja, jetzt hast du natürlich die Chance, noch dich kurz selber vorzustellen. Wer bist du? Was machst du so? Erzähl mal. Ja, mein Name ist Pia. Du hast mich ja schon so herzlich vorgestellt und ich bewege Menschen von innen und von außen. Das ist meine Berufung auch hier auf Erden. Das habe ich in den letzten Jahren festgestellt. Das heißt, ich bin sowohl im Fitnessbereich seit über 10 Jahren unterwegs, speziell im Group-Fitness-Bereich, als auch im Coaching, sowohl mental als auch psychologische Beratung, Theta Healing, das ist eine Form der Energiearbeit und Heilung. Ich habe ein Buch geschrieben und auch einen Podcast mit dem Thema Aloha allerseits für mehr Gelassenheit, heitere Gelassenheit im Sein. Und das ist auch das, was ich so praktiziere. Und ich darf auch ausbilden für ein tolles Group-Fitness-Programm, das nennt sich Pound Rock Out Workout, vom Schlagzeugspielen inspiriert. Das heißt, ich mache Musik mit meinem Körper und bringe anderen Menschen das bei, was sie damit alles ja, machen können, dass sie anderen Leuten einen Ort geben, wo sie sich gut fühlen und wo sie sein können, wie sie sind, wo sie Stress abbauen, Ängste abbauen. Ja, ich bringe Menschen zusammen. Ich glaube, wenn ich ein Wort wäre, dann wäre ich Verbindung. Das klingt schön. Ja, über die Fitness-Szene oder Fitnessbranche haben wir uns ja auch kennengelernt. Du sagst, du coachst auch Leute und so. Wie wird man ein Coach? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist jetzt nicht so, ja, dass du irgendwie sagst, okay, nach der Schule werde ich jetzt Coach, mache jetzt mal eine Ausbildung da und da. Wie kommt man da hin? Super spannende Frage. Auf Umwegen. Wie halt irgendwie so gefühlt mein Leben auch einfach stattfindet. Es ist auf Umwegen. Es geht, wie du schon gesagt hast, selten so, dass ich irgendwie eine Entscheidung treffe und weiß sofort, da bin ich irgendwann. Bei mir ist es so gewesen, dass ich habe 5 Jahre im Ausland gearbeitet als Koordinatorin für Fitness für eine Hotelkette. Und vorher habe ich ein duales Studium gemacht, Fitnessökonomie mit Schwerpunkt BWL und Sport und Fitness. Und nachdem ich dann nach Spanien ging und da gearbeitet habe, habe ich einfach gemerkt, so nach 2 Jahren, nachdem ich mein erstes Studium abgeschlossen hatte, dass ich wieder richtig Bock habe, mir Input in mein Hirn reinzupacken. Und das war noch nicht die Zeit von Podcasts in Deutschland. Da ging es noch gar nicht so richtig ab. Das kam erst so ein, zwei Jahre später. Und dann war ich bei meiner Mama zu Besuch. Ich komme aus Bonn, ich bin gebürtige Rheinländerin. Und da war im Briefkasten ein Zettel von einer Schule, Werbung, ein klassischer Flyer, die mit Fernlehrgängen berufsbegleitend geworben haben. Und ich habe mir gedacht, ach, na ja, guckst du mal rein. Ne? Und habe mir dann das mal angeguckt, was die für ein Angebot hatten. Und da habe ich sofort gefühlt, dadurch, dass ich als Koordinatorin für Fitness die Fitnesstrainer selber ausgebildet habe, fortgebildet habe, ganz viel in Teams gearbeitet habe, war dieses Thema, andere Leute zu coachen, sowieso schon voll in mir drin. Und dann habe ich mir gedacht, warum denn nicht? Ich wollte auch gerne früher Psychologie studieren und Kommunikationswissenschaften. Warum denn nicht da noch so ein bisschen mehr hinterlegen? Und dann habe ich das einfach gemacht. Und dann habe ich berufsbegleitend anderthalb Jahre ungefähr, 15 Monate habe ich dann noch ein zweites Studium neben meinem Job in Spanien gemacht und dann noch zusätzliche Qualifikationen und Wie heißt so ein Studium dann? Also das, was ich belegt habe, heißt psychologische Beratung und Personal Coaching. Ah, ich glaube, das habe ich sogar schon mal gehört. Da ja. Ist es richtig witzig, du hast, wenn du das so erzählst, ist es sehr, sehr ähnlich wie bei mir. Bei mir war es auch Fitnessökonomie. Ich habe aber schon nach den ersten 2 Semestern gemerkt, das ist nichts für mich und habe abgebrochen, weil ich gemerkt habe, oh shit. Das ist ja so, also dual, hast du auch dual gemacht, ne? Ja. Und hast du es auch in Köln gemacht? Ich wollte tatsächlich, aber ich habe es dann in Berlin gemacht. Ah, okay. Ja, und ich habe schon direkt gemerkt, boah, scheiße, mir ging es richtig, richtig schlecht während dem Studium. Desto länger ich gearbeitet habe und dieses Studium gemacht habe, desto schlechter ging es mir. Und ich hatte dann so ganz, alle möglichen Symptome, bis hin dann, was sich dann so manifestiert hat, war so richtig krasse Magenprobleme und Schlafprobleme.
Und mein Arzt hat mich damals dann auf den Kopf gestellt und alles getestet und letztendlich hat er dann gesagt, ja, ich glaube, das ist psychosomatisch. Und Daniel, überleg da mal, was du jetzt machen willst, ne? Ja, und dann habe ich aber von jetzt auf gleich halt tatsächlich das Handtuch geschmissen, was halt ein bisschen strange war, weil vorher hatte ich schon Tanz ganz viel unterrichtet und hatte aber alle Jobs aufgeben müssen, weil ich ja 40 Stunden die Woche gearbeitet habe plus Studium. Und ich hatte irgendwie noch eine Gruppe, die ich gecoacht habe oder unterrichtet habe. Und stand dann wieder bei null da, so. Aber es war eigentlich ganz cool. Ich glaube, man steht öfter, wenn man so selbstständig ist, steht man öfter bei null da und muss nicht. Ja, genau. Und das ist das super, super krasse Geschichte. Und bei mir war es auch so, dass ich meinen ersten, du hast ja bei diesem dualen Studium immer diesen Ausbildungsbetrieb, mit dem du ja dann zusammenarbeitest. Und in dem ersten, in dem ich war, das war auch eine Katastrophe. Also der erste, da ging es mir genau wie dir. Ist abgefahren, wie viele Parallelen wir da haben. Aber das war ja irgendwie auch klar, ne? Ja, es ist oft Dass so. wir, so. Und bei mir war es auch so, dass ich da hingekommen bin. Ich bin also nach Berlin gezogen und das Ganze war in dem Bezirk. Hätte ich das vorher gewusst oder mich schlau gemacht, aber ich bin so ein, ich probiere Sachen immer erstmal aus. Es war so im tiefsten Osten und ich habe mit meinem Bruder in der WG gewohnt, irgendwie im Wedding und habe gearbeitet in Hellersdorf. Und in diesem Laden, ich war vorher bei bei einer großen Kette in Bonn. Und da hatte ich als Trainerin, da war ich auf der Fläche, 2000, 3000 Quadratmeter, ne, so riesig groß, ganz viele verschiedene Bereiche. Und in diesem Ding, das waren nur 64 Quadratmeter groß und ein persönliches Frauen-Fitness-Studio-Zirkeltraining. Und ich dachte mir, komm, Herausforderungen, weil nur Frauen und alles ganz klein. Und die waren aber voll auf Kohle aus und haben mich halt als günstige Arbeitskraft eingestellt, wie es so häufig Normal, ist, ja, kennst du, ne? normal. Und ich habe halt alleine 1,5 Stunden Hinweg gehabt, dann 3 Stunden unbezahlte Mittagspause und dann noch mal 1,5 Stunden wieder zurück nach Hause. Wo soll ich dann noch studieren? Also mir ging es genauso, mein Körper, ne? Ich habe geweint, wenn ich zur Arbeit gefahren bin. Und ich bin wirklich ein fröhlicher Mensch. Auch Bauchschmerzen ohne Ende. Ich hatte sogar eine Thrombose dann irgendwann. Also ähnliches Ding. Und habe mich dann aber entschieden, dass es eben so nicht weitergeht und dass ich es in Kauf nehme, dass ich eventuell das Studium nicht abschließen darf, aber ich brauche einen neuen Betrieb. Und den habe ich mir dann gesucht und hatte da auch großes, großes Glück. Also ich denke, genau wie du sagst, diese Erfahrung, immer mal wieder diese Setbacks zu haben, das ist nicht nur möglich, sondern es ist notwendig. Ja, für mich sind solche Geschichten auch gar kein Rückschritt, ne? Beim Cha-Cha-Cha gehst du auch zwei Schritte zurück und einen Schritt nach vorne oder andersrum. Ja, also es ist eben so ein Tanz im Leben. Und du lernst ja mit jedem Mal. Mit jedem Mal ist es ja immer ein Lerngeschenk. Ja. Wenn du hast ja sehr wahrscheinlich schon jetzt viel Coaching-Erfahrung gesammelt, ne? Ich glaube, dass das ganz, ganz oft vielen Menschen so geht, dass es denen beruflich so schlecht geht oder dass sie ja so viel Lebenszeit gegen Geld im Endeffekt tauschen, ne? Und damit die Zeit verbringen mit Dingen, die sie eigentlich gar nicht tun wollen. Hast du die Erfahrung im Coaching auch so ähnlich gemacht? Also du musst natürlich jetzt kein Beispiel von irgendeinem Klienten nennen, aber so allgemein. Ja, also meine Erfahrung ist im Coaching und auch wenn ich mich mit anderen austausche, die das machen, dass erstmal sowieso immer die Leute zu dir finden mit einem gewissen Thema. Also das Thema, womit die Leute häufig zu mir kommen, ist Sinnsuche. Die das Gefühl haben, es gibt noch mehr. Die haben das Gefühl, sie sind, wie du gesagt hast, mit irgendwas in ihrem Alltag, mit sich selbst irgendwie unzufrieden. Sie können aber meistens noch gar nicht unbedingt benennen, ob es das jetzt die Arbeit ist oder das ist gar nicht das Hauptding, ne? Ich bin unglücklich mit meinem Job, damit kommen die wenigsten. Aber die Leute kommen häufig zu mir eben mit, ich fühle dich, wenn ich dich auf Instagram sehe, ne? Ich mag deine Leichtigkeit. Und ich wünsche mir so gerne mehr Leichtigkeit. Das ist eigentlich das, ne? Du bist immer fröhlich und gelassen und wie Wie geht machst du das, das? ne? Richtig, genau. Und das ist meistens der Einstieg. Und dadurch kommen dann die Themen hoch halt natürlich, ne? Sich mit sich selbst und seinem Umfeld und dem, was wir selbst erschaffen, weil wir sind ja Co-Kreateure. Gemeinsam mit Schöpfung schmeißen wir hier das Ding. Und sich dieser Verantwortung eben bewusst zu werden, das ist so ein erster Schritt. Wenn du so Leute hast, ne, die jetzt sehr, sehr
unglücklich sind oder die halt auch gemerkt haben, okay, mein Job zieht mir so viel Energie, mein Umfeld zieht mir Energie. Wenn du denen so 2, 3 Tipps geben würdest, wie sie anfangen sollen, weil ich glaube, dass es einfach super, super vielen so geht und ich glaube, dass das ja auch viele, die hier zuhören, dass es denen vielleicht auch so geht und dass das für die extrem wertvoll sein könnte, wenn die so ein Anpack haben. Ne? Ja, super, super. Da kann ich dir gleich 2 Sachen oder auch eben auch deinen Zuhörern gleich 2 Sachen geben. Als allererstes ist es die Aufmerksamkeit, dass das so ist. Wenn sie die haben, die Aufmerksamkeit, ich merke alles mögliche, Menschen, meine Arbeit, es zieht mir Energie, dann ist es folgendes Bewusstsein. Es gibt immer einen, der Energie zieht und es gibt immer einen, der Energie ziehen lässt. Und solange du das zulässt, dass das dein Umfeld tut und die Menschen, wird es auch so sein. Wir haben immer die Verantwortung dafür, was wir denken, was wir fühlen, was wir sagen. Was die anderen machen, damit haben wir überhaupt gar nichts zu tun. Ja, das ist halt deren Ding. Aber wenn wir uns halt die Schuhe immer anziehen, dann ist das unser Bier. Und das ist eine Entscheidung, die muss jemand für sich treffen. Das ist so das erste Ding, ja. Triff die Entscheidung und mach dir bewusst, es gibt einen, der zieht und einen, der ziehen lässt. Und wenn du derjenige bist, der ziehen lässt, dann ist es auch deine Entscheidung zu sagen, halt, stopp, gesunde Grenzen setzen. Und da geht es dann darum, tiefer einzutauchen und kommt dann danach Tools. Und das nächste ist folgende Frage, die besteht aus 3 Wörtern. Und wenn jemand eine Antwort auf diese Frage hat, dann wird auch alles ganz leicht, was danach kommt. Und gleichzeitig ist es die für viele die herausforderndste Frage überhaupt. Sie besteht aus 3 Worten, die kommen jetzt. Was willst du? Ja, das ist definitiv eine Frage, die, glaube ich, für viele, viele Leute schwer zu beantworten ist. Ja, aber weil absolut. Wir werden aber ja auch davon weg erzogen, ne? Ein Stück weit, dass wir uns das nicht mehr fragen, was wir eigentlich wollen. Ja, und vor allem ist es häufig ja auch geprägt, so im kollektiven Bewusstsein von der Menschheit und häufig auch, je nachdem, in welchem Land du bist und auch, ob du Mann oder Frau bist, es ist ganz unterschiedlich, aus welcher Familie kommst, was deine Prägung ist. Aber häufig ist dieses, sich die Frage zu erlauben, wer bin ich denn, dass ich mir erlaube zu fragen, was will ich eigentlich? Ne? Das kommt dann häufig schon an Grenzen innerhalb von Menschen und da setze ich halt an, indem ich an Glaubenssätzen mit denen arbeite. Ne? Wir gehen tief ins Unterbewusstsein und gucken mal, was sind da für Programme gespeichert? Die kann man nämlich umprogrammieren. Mhm. Aber häufig sind es Sachen, für die können wir überhaupt nichts, wie du schon gesagt hast. Die haben wir mitbekommen von unseren Eltern oder ich arbeite eben auch noch auf anderen Ebenen, ne? Historisch. Genetisch, auf Seelenebene. So, da sind ganz viele Programme, da haben wir überhaupt nichts mit zu tun, die wurden uns einfach mitgegeben und die können wir aber umswitchen. Und wenn du halt in dir aber das Programm trägst, es ist egoistisch, wenn ich mich um meine Wünsche kümmere, dann wird dein Unterbewusstsein sowas von sagen, nein, 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 das machen wir nicht, weil wenn wir egoistisch sind, dann sind wir nicht liebenswert und dann sind wir nicht mehr Teil des Ganzen, dann werden wir getrennt, dann werden wir ausgegrenzt, gemobbt, nicht mehr geliebt, ne, so solche Geschichten, ja. Ich habe sehr die Erfahrung gemacht, wenn man ja nicht so sehr mit dem Strom schwimmt und nicht einfach alles mitmacht, was alle machen, dass das auch sehr, sehr schnell passiert, dass man ausgegrenzt wird. Ne? Also bei mir fing das damals an in der Realschule, als ich dann so voll im Breakdance war. Ich habe nichts anderes gemacht, jeden Tag nur trainiert, Wochenende Shows und Battles und dies und das. Und die anderen haben halt immer Party gemacht und viel Alkohol konsumiert und andere Drogen und dies und das. Und ich habe das nie mitgemacht und war dann tatsächlich ganz schnell auch raus aus dem ganzen Thema und war dann aber auch mehr oder weniger alleine. Also gut, ich hatte meine Crew, ne? Meine Crew war auch wie Familie für mich. Ist auch immer noch so, wenn wir uns sehen, das ist immer noch Familie. Aber ich glaube, dass es halt auch super, super schwer ist, da so Einsamkeit, ne? Also man fühlt sich, man ist ja nicht wirklich einsam, man ist auch nicht wirklich getrennt, ne? Ist ja eigentlich nur eine Illusion. Mhm. Aber dennoch fühlt man sich so an. Es fühlt sich so an.
Ja, und das ist da ganz, ganz wichtig, was du sagst. Und vielen Dank, dass du das auch offen, dass du da offen drüber sprichst und dass du das teilst, weil ich wirklich auch die Erfahrung mache, dass das ein Hauptding ist, ne? Dieses sich getrennt fühlen. Mhm. Und ganz vorsichtig zu sein mit dem Ich bin nicht mehr Teil oder ich bin getrennt oder ich bin raus da. Ich bin ist so kraftvoll, dadurch identifiziere ich mich damit. Und öfter mal sich selbst zu stoppen in dem Gedankengang und zu sagen, Moment mal, ist das wirklich so? Wirklich und wahrhaftig, ist das ein Fakt? Ist das Wahrheit, was ich mir gerade erzähle, meine Gedanken? Mhm. Oder fühle ich mich nur so? Und wenn du dich nur so fühlst, dann ist es natürlich trotzdem real. Aber Gefühle und Gedanken, die verschwinden. Die gehen, die kommen und die gehen. Und das gibt dann viel Gelassenheit schon wieder zu wissen, okay, ich fühle mich jetzt gerade so, aber das kann sich auch wieder verändern. Das bleibt nicht. Ja, richtig. Ja, mega. Richtig, richtig gut. Und das waren jetzt gerade mal erst ein paar Minuten und das war schon so, so viel guter Input. Deep Talk. Geht sofort los. Ja, es kann übrigens sein, dass ich zwischendurch mal ganz kurz zur Tür gehen muss, weil noch Pakete auf mich warten. Deswegen sage ich das nur schon mal im Vorhinein. Tja, wir können ja zum Glück schneiden. Mhm. Ja, boah, ich weiß gar nicht, das muss man jetzt erstmal so ein bisschen sacken lassen für die Leute. Es war so, so viel Input. Ich versuche immer so alles so ein bisschen rauszuhören. Ne? Und der nächste Punkt, wo ich aber einhaken wollen würde, du hast ganz eben vor ein paar Minuten über Thema Verantwortung gesprochen. Und das ist auch so ein Thema, das behandle ich immer ganz, ganz gerne und viel. Und es ist ja so, wie du schon gesagt hast, wenn wir nicht die Verantwortung, also das ist nicht in diesen Worten gesagt, aber letztendlich, wenn wir die Verantwortung abgeben, geben wir die Kraft ab. Ne? Wir haben dann keine Handlungsfähigkeit mehr. Und ich glaube, vielen Menschen ist aber nicht bewusst, dass sie erstmal Verantwortung übernehmen müssen. Und dann ist aber der zweite Punkt, es ist ja auch einigen nicht bewusst, dass sie überhaupt etwas verändern können. Ich glaube, viele nehmen es ja so gegeben hin, es ist jetzt halt so. Ne? Mhm. Es ist, wie es ist. Es kütt, wird kütt. Et kütt, wird kütt. Ja, aber dann der letzte Schritt, der ist halt wichtig. Et hätt noch ever jod gegangen. Ne? Es ist doch immer gut gegangen. Das ist der letzte Teil der rheinischen Weisheit. So, ne? Und das ist halt Optimismus. Und das ist je nachdem, woher du kommst, eben da oder vielleicht nicht. Und auch das kann man lernen. Mhm. Aber wenn du jemanden vor dir hast, der seine Probleme hat, ist jetzt total egal was. Mhm. Wie bringst du ihm bei oder wie öffnest du ihm die Augen, dass er kein Baum ist, der irgendwo festgewachsen ist, sondern dass wir halt Menschen sind, die überall hingehen können und auch alles verändern können, solange wir die Verantwortung dafür auch tragen. Ne? Also ich sage ja immer, wenn mir jemand sagt, ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das, dann ist das nicht, nee, du musst das nicht. Ne? Das Einzige, was du Wer sagt das, ist die Frage. Genau, wer sagt das? Dass du irgendwann, das Einzige, was wir müssen, ist, wir gehen irgendwann halt von der Welt. Ne? Wir sterben. Genau. Das ist normal. Jeder stirbt. Aber den Rest dürfen wir ja machen. Müssen wir aber nicht. Genau, selbst das ist schon das Erste. Wenn du alles hast, was du machst, deinen Job, deine Familie, deine Freunde, du kannst ja weggehen. Ne? Genau. Wenn du jemanden hast, der das überhaupt nicht geblickt hat. Ne? Mhm. Wie ist der erste Schritt? Wie ist der erste Step, den du ihm empfehlen würdest? Klar, er muss sich das bewusst machen, ne? Aber wie? Mhm. Super Frage. Tatsächlich kommen so Leute ja nur, also Leute, die zu mir kommen, das sind Menschen, die was verändern möchten. Die haben in sich zumindest irgendwo das Gefühl, dass da etwas geht. Und selbst wenn sie noch keine Ahnung haben, wie, gibt es diesen Funken. Also das ist Grundvoraussetzung. Mit anderen Leuten, ganz im Ernst, kommuniziere ich nicht darüber. Weil wenn du nicht selber bereit bist, irgendwas zu verändern, ne, oder das Gefühl hast, okay, ich weiß, irgendwas muss jetzt hier passieren, das ist total wichtig. Ich kläre immer meinen Auftrag vorher. Ne? Ich sage immer, ich bin nicht da, um deine Probleme zu lösen. Das ist nicht mein Job. Wenn du danach suchst, dass ich jetzt dafür sorge, das passiert nicht. Das ist das Allererste, bin ich ganz, ganz klar. So, das heißt also, es muss grundsätzlich das vorhanden sein. Sagen wir also, da ist jemand, der hat diesen Funken zumindest, ja? Oder redest du von jemandem, der wirklich so völlig... Nee, du hast schon recht, die Leute kommen
kommen ja sonst nicht zu dir, ne? Und ja. Die Leute merken sonst sehr wahrscheinlich gar nicht, oh, mir geht's jetzt schlecht, sondern die liegen dann abends nur im Bett und merken zwar, es geht ihnen schlecht, die nehmen das aber halt einfach so hin. Also die sagen, die akzeptieren das so und sagen, oh, es ist jetzt halt so und das morgen sieht die Welt wieder anders aus. Tut sie aber nicht, ne? Wenn du dich im Inneren nicht veränderst, dann sieht die Welt halt immer wieder gleich aus. Und am nächsten Tag sagen sie wieder, auch ist so ein schlechter Tag gewesen. Ja, und bis zum 35. Lebensjahr ungefähr, ich weiß nicht, ob du, kennst du Dr. Joe Dispenza, den Neurowissenschaftler auch? Der ist ganz großartig, also den kann ich wirklich empfehlen. Der ist ein Neurowissenschaftler, der eben auch mit Spiritualität, der das Ganze zusammenbringt, der wirklich wissenschaftliche Fakten mit Spiritualität einfach verbindet. Der macht großartige Seminare und ist halt auch Hirnforscher und ist es unfassbar. Also den kann ich wirklich richtig, richtig empfehlen, wenn sich da jemand mal ein bisschen mehr mit Hirn und Geist und Körperverbindung irgendwie auseinandersetzen möchte. Und der hat gesagt, dass bis zum 35. Lebensjahr ungefähr du 95% von dem, wie du bist und von den Mustern, die du hast, sind die ausgeprägt. Die sind fest bis zu deinem 35. Lebensjahr. Alles, was du so bis dahin gesammelt hast, sind deine festen Vorstellungen, Glaubenssätze, wie das Leben zu laufen hat, wie das zu gehen hat. Und wenn du halt bis dahin dir deine Nummer aufgebaut hast, dann ist das relativ fest. Und du glaubst dann, dass das Selbstständige immer selbst und ständig heißen muss, dass du hart arbeiten musst, um vielleicht erfolgreich zu sein. Wenn du das nicht bist, dann arbeitest du auch nicht richtig. Ne? Wer mehr Freizeit hat, als dass er wirklich arbeitet, der ist nicht ehrlich, der ist, ne, was auch immer. So, und dieser ganze Kram ist halt einfach gespeichert und das ist fest. Und was deine Aufgabe ist, wenn du diese ganzen festen Vorstellungen hast, ist, die Nummer wieder geschmeidig zu kriegen. Und das ist halt möglich. Du brauchst nur diesen einen Funken, dieses eine, okay, ich weiß nicht wie, das ist wunderbar. Wenn du hast, ich weiß nicht wie, das brauchst du nicht zu wissen. Ja, aber diesen einen Funken. Und dann geht das von alleine. Es ist der erste Schritt, wenn jemand sagt, ich glaube, da ist irgendwas, ich möchte gerne. Das reicht schon. Es braucht gar keine so. Und dann heißt es wieder die drei Worte, was willst du? Und dann frage ich zum Beispiel immer, dann werde ich ganz konkret. So, dann sage ich, was willst du? Dann kommt meistens so ein Text, ne? So ein Buch. Okay, und dann sage ich, so, und jetzt fasst du das nochmal in drei Sätze zusammen. So, und dann fassen wir das nochmal in drei Worte zusammen. Dann wird es essentiell. So, ganz genau, das Ganze wirklich runterzubrechen. Und dann hat ja auch der Mensch plötzlich, oh, okay, das sind dann ganz konkrete Dinge. Ne? Und dann kann man gucken, okay, was hast du denn bis jetzt in deinem Leben, was dir zum Beispiel Leichtigkeit bringt? Was bringt dir Leichtigkeit? Was bringt dir Freude? Ja? Was bringt dir Erfüllung oder Liebe oder was auch immer es ist, was du dir wünschst, was du willst? So, und dann eben abgleichen, was ist da und was kannst du selber dafür tun? Und häufig fängt es an mit Demut und Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eh das Thema schlechthin, ne? immer wieder taucht es auf. Yep. Yes. Und dann sieht auch alles drumherum gar nicht mehr so groß und gar nicht mehr so gruselig aus, ne? Wenn du lernst, dankbar zu sein für das, was du hast, für dein Herz, was schlägt, ja? Das fragt dich auch nicht jeden Tag, soll ich jetzt wieder anfangen oder nicht? Das macht es einfach, ja? Wie nett ist das denn? Wir wurden plötzlich angeschnipst, als wir auf diese Welt kamen und seitdem läuft dieser Muskel einfach jeden Tag und jede Nacht nonstop, ja? Wenn wir ein Haus über dem Kopf haben, gehören wir mit zu den reichsten Prozentzahlen und der Welt. Wenn du ein Auto besitzt, gehörst du zu den reichsten 16% der Menschheit, wenn du ein eigenes Auto besitzt. Ja, sich mal die Verhältnismäßigkeiten wieder klar zu machen. Wenn du nicht im Krieg geboren bist, wenn du nicht flüchten musstest aus deinem Land, ja, dann gehörst du zu den reichsten Menschen dieser Welt. So viele Menschen hungern immer noch. Ja, hungern oder leben im Krieg, haben kein eigenes Zuhause, wurden vertrieben. Das einfach mal, ne? Damit komme ich jetzt nicht immer in der ersten Sitzung, aber das ist schon was sich so von alleine einfach einstellt, ne? Diese Demut einfach mal wieder vors Leben zu kriegen. Ja. Also ich hatte so einen Aha-Moment vor ein paar Jahren. Da habe ich mich auch, das glaube ich 3-4 Jahre her, habe ich mich auch sehr viel mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt. Und ich hatte dann so einen Moment,
wo ich, also ich kaufe nie Wasser, ich trinke immer nur Wasser aus der Leitung, weil bei uns ist Wasserqualität gut hier. Ja. Und ich gehe so halt hin zum Wasserhahn, mache den Wasserhahn auf und lasse so Wasser in mein Glas und denke so, boah, wie geil ist das denn, dass ich einfach zum Wasserhahn gehen kann und daraus Wasser trinken kann. Und das war so ein richtig krasser Moment. Den vergisst man dann halt auch nicht mehr, ne? Weil man einfach so, ja, es war so ein Gefühl von, boah, es ist alles in Ordnung. Mir geht es richtig gut. Ja. Und das geht aber auch alles halt schnell wieder verloren, ne? Man muss sich immer wieder die Sachen auch ins Bewusstsein rufen und immer wieder bewusst machen. Absolut, definitiv. Also Dankbarkeit zu pflegen auch, ne? Da habe ich auch einen sehr, sehr tollen Workshop geben dürfen, virtuell letztens, für eine ganz tolle Gruppe internationaler Trainer von Pound auch. Und da ging es um das Thema Gratitude. Und ich habe mich dann sehr viel damit beschäftigt. Ich habe auch einen Kurs belegt an der Uni in Kalifornien, einen Online-Kurs zum Thema The Science of Happiness. Und da ging es eben auch um Dankbarkeit. Und da wurde auch eine Studie behandelt, in der sie 192 Teilnehmer hatten. Die haben sie in drei Gruppen aufgeteilt. Und die erste Gruppe hat einfach so weitergelebt, wie sie bisher gelebt haben. Die andere Gruppe hat über 10 Wochen lang immer am Ende von jeder Woche aufgeschrieben, was nicht gut geklappt hat, was nicht cool war. Und die andere Gruppe, die dritte Gruppe, hat aufgeschrieben 10 Wochen lang, jede Woche, wofür sie dankbar waren. Ja, so. Und das hat einen signifikanten Unterschied gemacht in deren Laune, in deren grundsätzlicher Laune, in deren Gesundheit, ja, also in deren Gesundheit und in deren körperlicher Aktivität. Ja, die Leute, die dieses Dankbarkeitsding gemacht haben, ja, überleg mal, einmal die Woche darüber nachzudenken und aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Alleine das, dass das deine Gesundheit positiv beeinflusst, dein Drive, deine Aktivität. So, und das ist wissenschaftlich bewiesen, das ist kein Humbug, ja. Positive Psychologie ist halt kein Blödsinn, sondern es wurde einfach so lange nicht ernst genommen. Wir haben jahrelang nur geforscht über Angst, über Ärger, über Sorge, ja, über Depressionen und so weiter. Und was haben wir bekommen? Mehr Angst, Ärger, Sorge, Depression. Richtig, genau, Fokus, ne, wo du halt fokussierst. Und positive Psychologie wurde immer nach hinten geschoben. Es hieß immer, das wird nicht ernst genommen und ach, aber du kannst eben genau in die eine Richtung und du kannst aber eben auch in die andere Richtung. Und da fühle ich jetzt gerade, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass da gerade was passiert. Dass jetzt gerade vor allem nach diesem Jahr mehr Leute bewusster werden und irgendwie wach werden und das Gefühl haben, okay, vielleicht gibt es ja noch was anderes. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass alles ein bisschen im Wandel ist. Und auch wenn es irgendwie hart klingt, ne, das letzte Jahr war eins der krassesten Jahre überhaupt für mich. Ich fand, also klar, man hatte Einschränkungen gehabt, die habe ich aber nicht so gefühlt, weil ich mich nicht auf das konzentriert habe, was ich nicht darf, sondern auf das, was ich machen kann. Und super. Ich hatte am Wochenende, war Sonntag, Sonntag war so richtig schönes Wetter. Es hat wochenlang nur geregnet hier und dann war mega gutes Wetter und ich war dann im Wald mit Freunden, mit dem Fahrrad unterwegs und so und die Leute waren so mega gut drauf. Und da habe ich so gemerkt, wow, die Leute freuen sich gerade einfach, dass die Sonne scheint, dass sie im Wald unterwegs sind. Und vielleicht ist denen das noch gar nicht bewusst, ne? dass sie sich so über so diese kleinen Dinge freuen. Ne? Aber dass da definitiv was sich verändert hat. Mhm. Andersrum bekommt man aber auch das Gegenteil zu spüren, ne? Wie schlecht gelaunt die Leute im Moment sind. Dass viele auch Probleme haben, mit dem sich alleine fühlen zu Hause und denen der soziale Kontakt irgendwie fehlt. Und das ist auch so eine Sache, es fällt vielen einfach unglaublich schwer, glaube ich, im Moment, dass sie sich mehr mit sich selber gezwungenermaßen konfrontieren müssen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo der Wandel halt so stattfindet. Und dann gibt es ein paar, die lassen das zu. Und es gibt ein paar, die konsumieren dann Unmengen an Netflix und zocken und alles Mögliche. Ja, absolut, bin ich voll bei dir. Und jeder wählt halt so seinen Weg, ne? Und auch da gibt es ja kein richtig oder falsch, sondern jeder nimmt das, was eben für ihn jetzt gerade dran ist. Und auch da ist wieder eine Entscheidung, ne? Ich entscheide mich ja für Netflix
und Sofa oder vielleicht eben für was anderes. Und sich selbst da vor allem nicht so zu verurteilen, ja, und zu sagen, oh, ich sehe jetzt hier die ganzen Leute machen so viel Zeug und ich aber nicht, ja, sondern wieder, ne, es zurück, wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich? Und mein Liebling, eins meiner Lieblingsworte ist Lösungsorientierung, ja. Ich kann nicht und ich möchte nicht verharren in irgendwelchen Situationen, die ich nicht mag, die ich nicht möchte, ja. Ich suche immer danach nach dem Weg. Und es gibt eben Leute, die suchen nicht nach dem Weg. Die suchen einfach immer nach der Wand und die suchen immer nach dem Problem. Und das, was eines meiner größten Erkenntnisse wirklich war, auch jetzt in meiner Reise, auch als Ausbilderin, als Coach, es gibt Menschen, die möchten das wirklich gerne. Die möchten immer wieder Schmerz und die möchten Widerstand und, ne, und auch das wertfrei. Ich sage nicht, dass das blöd ist. Ich sage nur, dass das deren Ding ist. Und da ist total egal, wie viel Happy, Sonnenschein, Optimismus und Selbstverantwortung du denen gibst. Das sind die Leute, von denen du vorhin gesprochen hast. Ne? Die sehen nichts und die wollen aber auch nicht. So, und die gibt's. Und das ist dann überhaupt nicht mehr mein Auftrag, ja, wo ich so sage, das ist okay. Es gibt Menschen, die sind hier auf dieser Welt, um scheinbar genau das zu lernen. Die machen diese menschliche Erfahrung, um zu lernen, was es bedeutet, zu jammern, sich zu beschweren, ein schweres Leben zu führen, ja, die sind dafür genau da. Und dann gibt es aber auch andere Leute, die sind da, um Licht zu verteilen und um Dinge zu verändern und um Dinge zu bewegen. Und dann gibt es in der Mitte eben Leute, die sind da und bei denen geht dann irgendwann mal ein Funke. Da geht irgendwann so ein Funke, da passiert was. Durch Berührung und ne, durch Menschen, durch Verbindung. In welcher Form auch immer. Und dann merken die plötzlich, oh, da ist irgendwie, wird was in meinem Herzen bewegt. Ne? Zum Beispiel durch Fitness, Group Fitness, ne? Dass Leute dann plötzlich in einem Kurs merken so, wow, das ist ja gar nicht nur für meinen Körper, sondern irgendwie fühle ich mich hier so akzeptiert. Und das, was der Daniel da gerade gesagt hat, das irgendwie, das stimmt. Das fühlt sich für mich so an, als ne, wäre das etwas, was stimmt für mich in meiner Realität? Und dann entwickelt sich das. Ne? Und dann öffnest du oder ich oder wir dadurch eben auch ganz andere Welten. Und das ist möglich, aber eben nicht für alle. Und das eben zu erkennen. Aber glaubst du nicht, dass die... also ich würde zum Beispiel sagen, dass die Menschen das nicht wirklich möchten, dass sie die ganze Zeit Schmerz fühlen. Ne? Ich glaube, dass es doch eher so ein bisschen daran liegt, dass sie vielleicht nichts anderes haben als den Schmerz gerade. Ne? Dass sie sich mehr. Aber sie möchten ja nichts verändern. Ja, weil das ist ja anstrengend. Genau, und da ist halt das Ding. Und das möchten sie ja nicht. Ne? Und da ist immer der freie Wille. Das ist total wichtig. Ne? Die Menschen haben eben diesen freien Willen. Und das kann man ihnen ja auch durchaus vorhalten. Ne? Und sagen so, hey, ne, was willst du? Da sind sie wieder. Ja, die drei Wörter. Was willst du? So. Und wenn jemand eben in seinem Leid und in seinem Schmerz da nicht rauskommt, dann liegt es ganz häufig, ganz, ganz, ganz häufig daran, dass da noch ein Nutzen drin steckt. Da ist ein versteckter Nutzen in diesem Leid, in diesem Schmerz. Und der ist den Menschen meistens eben nicht bewusst. Der sitzt im Unterbewusstsein. Ne, da kommst du jetzt in ein Gespräch, wie wir es gerade führen, selten ran. Dafür müssen die schon auch mal die Augen zumachen, atmen, sich himmeln und erden, ja, und dann vielleicht angeleitet werden durch eine Meditation, dass sie da wirklich mal hinkommen. Aber eben auch nur, wenn das Unterbewusstsein bereit ist, aufzumachen. Und dann können sie gucken, was für einen Nutzen habe ich? Was für einen Nutzen habe ich davon, dass ich mir das Leben schwer mache und mich ständig darüber beschwere? Und der Nutzen könnte zum Beispiel sein, es ist sicher. Es ist sicher für mich, mich zu beschweren, weil, das kenne ich, das Gefühl, da werde ich in Ruhe gelassen, ja, ich muss nichts verändern. Ja, und das sind alles Nutzen, die da drin stecken. Und dann kann man nämlich im Unterbewusstsein auch sagen, okay, du hast jetzt diese Nutzen da. Ja? Und kannst du dir auch vorstellen, dass du diesen Nutzen, dass du dich sicher fühlen kannst, ohne ständig zu jammern und ohne, dass es schmerzhaft ist? Und dann kommt vielleicht ein, nee, noch nicht wirklich. Und dann kommt im nächsten Schritt zum Beispiel die Frage, okay, was bräuchtest du denn, damit es sicher ist für dich, dich sicher zu fühlen, ohne? Ne? Und dann eben mit geschlossenen Augen und verbunden, ne?
dann kommen da plötzlich Sachen. Aber dafür braucht es eben das richtige Setting. Ja. Kleiner Exkurs. Auf jeden Fall mega gut. Was sagst denn du zu dem Thema, dass, also von meinem Gefühl her, ne, geht es halt mehr Menschen nicht gut, als es ihnen gut geht? Also was jetzt Schmerz angeht. Ich glaube, mehr Menschen fühlen prozentual mehr Schmerz als Happiness. Aber es ist ja sehr, sehr verpönt. Ne? Man darf eigentlich ja nicht schlecht gelaunt sein. Also ich hatte zum Beispiel eine Phase, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, auch über ja, Monate, Jahre hinweg. Und ich hatte aber immer das Gefühl, ich dürfe das nicht so richtig zeigen. Ich habe das Hast du da mit jemandem gesprochen? Hast du denn mit jemandem drüber gesprochen? Hattest du einen Therapeuten oder jemanden, mit dem du das besprechen konntest? Ja, ich hatte Leute, mit denen ich reden konnte. Okay, cool. Ich habe das auch nicht zurückgehalten. Ich habe einfach gezeigt, mir geht es nicht gut. Habe aber dann auch die Reaktion von den Menschen um mich herum gemerkt, ne? Dass es ja eher nicht so gut ist und nicht so gerne gesehen. Und würdest du sagen, es ist da besser, sich wirklich ja, offen zu zeigen, so wie ich das gemacht habe, oder das lieber hinterm Berg zu halten? Weil ich habe immer das Gefühl so, du kennst das sicher, wenn man man trifft so Leute mal auf der Straße, man fragt, na, alles klar bei dir, ja, ja, oder ja, muss. Ne? Ja. Das ist aber, das ist ja nicht wahr. Das ist ja, also ich glaube, dass das nicht immer so richtig stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Es ist, ist super, super spannend und super wichtig auch, dass du das ansprichst. Ich habe ganz häufig schon von Menschen gehört, die mir folgen oder die auch zu mir kommen, zu Workshops. Oder die mir auch einfach schreiben auf Instagram, die sagen, boah, kann das wirklich sein? Kann die wirklich so gut gelaunt sein und kann das irgendwie, ne? Ich denke, es ist viel Pflege natürlich. Du weißt, es ist genetisch bedingt. Also zum einen gibt es einen genetischen Anteil und das sind 50%. 50% von uns und von dem Wesen, wie wir sind, sind tatsächlich genetisch bedingt. Und wenn du halt aber leider in deiner DNA eben Depression und Melancholie gespeichert hast, dann ist das zur Hälfte wirklich nicht dein Ding. So. Aber die andere Hälfte, die anderen 50%, die liegen bei dir und bei bei deiner Umgebung. Das heißt, 30% liegen voll in deiner Verantwortung und 20% sind deine Umgebung ungefähr. Ja? Das heißt also, wenn du dir das mal vorhältst, 50%, okay, Genetik habe ich vielleicht, aber der Rest liegt in meiner Verantwortung oder zumindest in meinem Einflussbereich. Da kann ich selber was verändern. Ich denke, alleine das jetzt mal zu hören, wird vielleicht schon einigen Leuten mal ein bisschen Entlastung geben, ja? Die Hälfte, für die eine Hälfte kannst du nichts. Also wenn du sowieso vielleicht öfter mal einfach traurig bist und dich vielleicht auch nicht so beschwingt fühlst, überleg mal, ob du in deiner Familie vielleicht auch das so schon mal erlebt hast, ja? So, dann erstmal durchatmen. Oh, okay. Alles klar. So, und jetzt gucken wir uns mal die andere Hälfte an. Und ich bin immer ein Freund davon. Und ich habe es aber auch so gelernt von Kommunikation. Ich wurde so erzogen, dass Konflikte ausgesprochen wurden. Ja, es wurde nicht ins Bett gegangen mit, wir sind sauer aufeinander und du hast missgebaut und ich lasse dich jetzt leiden oder was auch immer. Egal was, es wurde immer angesprochen bei meinen Eltern. Da gab es keinen Weg drumherum. Meine Mutter ist auch Sozialpädagogin, die hat das auch alles schön von der Pike auf gelernt und hat das auch mit uns so gemacht. Und ich glaube, daher rührt auch mein Mut zur Verletzlichkeit. Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Genauso wie du das gemacht hast. Und das ist ganz großartig. Vor allem häufig erlebe ich das bei Männern, die immer das Gefühl haben, aufgrund der Konditionierung, Männer müssen stark sein, wir dürfen nicht weinen und wir dürfen auch keine Gefühle zeigen. Ne? Das mache ich jetzt nur so affig übertrieben, weil es halt häufig in der Gesellschaft so ist. Und ich habe den größten Respekt davor, wenn vor allem auch Männer sich sicher genug fühlen, einfach mal zu sagen, was los ist. Bei Mädels ist es häufig dieses Ding, ich bin egoistisch, wenn ich mich um meine eigenen Themen kümmere. Und bei Männern häufig, auch nicht immer, ist es halt dieses, ich bin dann nicht mehr männlich. So. Und ich kann es wirklich jedem Zuhörer, der jetzt gerade dabei ist, nur empfehlen. Es ist keine Schwäche,
Es ist absolut keine Schwäche, sich jemandem zu öffnen mit den Themen, die ihr habt. Und die Chance, dass es jemand anderem genauso geht, ist sehr, sehr groß. Es gibt so viele Themen, die wir alle haben. Ne? Ängste, Unsicherheit, was denken die anderen über mich? Ich bin alleine, ich werde nicht geliebt, ich bin nicht wert, ich bin es nicht wert. Ja? Solche Programme haben wir alle. Ja? Da ist keiner vorgefeilt. Die Frage ist nur, wie sind sie ausgeprägt und welchen Anteil füttern wir? Ja, deswegen gibt es ja auch diese Affirmation, ne, dass man sich auch Sachen wiederholt sagt, wie ich bin großartig, ich bin schön, ich bin positiv, ich bin motiviert, ich bin fröhlich, ich bin leicht. Wenn ich mir aber die ganze Zeit in meinem Talk, in meinem Kopf hier Shit-Talk mache und sage, boah, du Idiot, du Depp, boah, du Affe, ja, vielleicht kennt das der ein oder andere, ja, je öfter ich mir das halt einrede, desto mehr prägt sich das ein. Unser Gehirn weiß nicht, was davon wirklich wahr ist. Und was wir uns nur einbilden. Hm. Habe ich eine ganze Folge drüber gemacht. Warum Gedanken gefährlich sind. Ja, einerseits, andererseits. Ich sage auch immer zu meinen Leuten, hey, glaub nicht alles, was du denkst. Ja, glaub nicht alles, was du denkst. Weil wir sind es ja nicht. Wir sind ja nicht unsere Gedanken. Wir sind ja die Aufmerksamkeit. Irgendwer denkt ja diese Gedanken. Ne? Und das ist halt das Spannende. Und das mit Leichtigkeit und auch mit Freude zu sehen, weißt du, da auch mal drüber zu lachen und zu sagen, boah, was ist denn da jetzt los? Ich habe eine Frage, die ich ganz oft Leuten stelle. Da geht es so ein bisschen um dieses Thema, wer bin ich und so, ne? Und ich würde gerne das dich mal fragen, mal gucken, was du antwortest. Wenn du... Ich glaube, wir sind uns ja einig, ne? Wir sind ja nicht unsere Gedanken, ne? Mhm. Und wo sind die Gedanken für dich? Wo die sind? Zu welchem Zeitpunkt? Ja, nee, eher so in welchem Raum in dir? Gedanken? Ja. Ja, Gedanken verbinde ich hier. So in diesem Bereich. Und wo Stirn. Wo finden die für dich statt? Also wo entstehen die? Die Gedanken? Mhm. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Alles, was so mit Gedanken und mit dem Mind zu tun hat, ist hier. Meinst du jetzt vom Körper her? Naja, eher innerlich. Mhm. Wo die Gedanken entstehen. Ja, genau. Ja, ich tatsächlich, für mich ist das hier tatsächlich Frontallappen, Zirbeldrüse, alles, was so hier im Hirn tatsächlich stattfindet. Mhm. Dadurch, dass wir die Sinneseindrücke halt hier auch reinkriegen. Mhm. Ne? Okay, aber das ist jetzt ja sehr wissenschaftlich ausgedrückt, ne? Mhm. Oder ja, biologisch. Ja. Also worauf ich letztendlich hinaus will, es ist ja irgendwo, also für mich ist das so, ne? Wenn ich jetzt mir vorstelle, wo meine Gedanken entstehen, dann entstehen die, dann sind die in so einem großen Raum. Mhm. Kennst du X-Men? Ja. Hast du den Film gesehen? Also kennst du dich so ein bisschen aus? Dieser Professor, ist schon ein bisschen länger her, ja. Der fährt ja immer, also für alle, die das kennen, die werden es wissen, der Professor fährt immer in so ein, das heißt Cerebro. Und dann setzt er so ein Dings auf und dann kann er so ganz, so rund, Riesenraum und dann kann er so ganz viele Leute erreichen. Ne? Mhm. Und für mich ist so ähnlich wie dieser Raum und da entstehen meine Gedanken. Super spannend, habe ich mir auch gar nicht so überlegt. Und für mich ist dann, weil mich fragen oft Leute, was ist Bewusstsein? Ne? Also wie kann ich das irgendwie fassen? Mhm. Und manche Leute denken ja, ihr Bewusstsein seien die Gedanken. Mhm. Ne? Das wäre in ihnen. Und ich beschreibe das dann mit diesem Cerebro-Raum, so ganz vielen Kacheln und so. Und in diesem Raum entstehen meine Gedanken. Aus den Gedanken entstehen dann logischerweise meine Gefühle und so weiter. Mhm. Ne? Aber die Gefühle entstehen ja im Außen, dann sozusagen für mich. Mhm. Und dieser Raum ist für mich dann das Bewusstsein. Wie beschreibst du dein Bewusstsein? Wo ist das? Wie sieht das aus? Für mich ist das Bewusstsein um mich herum. Also ich bin pures Bewusstsein. Ne? Also das sind alle meine Aurafelder, alles, was ich bin. So das komplette Ding. Ne? Um mich herum
Das ist wie so eine Leuchtkapsel, ist das für mich. Ne? Also, auch rund? Das ist, ja, tatsächlich. Also so eiförmig, ja. Aber es ist tatsächlich, und je nachdem, also Bewusstsein, Ausstrahlung, ja, also je nachdem auch in welcher Frequenz ich so energetisch gerade schwinge oder ein Mensch schwingt, hat der für mich eben auch eine gewisse Präsenz und auch das ist messbar. Es ist ein messbar, dass Menschen, wenn sie einen Raum betreten, bis zu 9 Quadratmeter um sich herum beeinflussen mit der Art und Weise, was für eine Energie sie haben. Kennt bestimmt der ein oder andere, wenn jemand in einen Raum reinkommt, der richtig mies drauf ist, dann kann man das 10 Meter gegen den Wind, nicht jeder, aber können das einige eben sofort auch wahrnehmen, ohne dass der ein Wort gesagt hat. Ne? Kommt nur in den Raum und du denkst so, daher kommt ja dieses Sprichwort, ne? Wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Ja, ja, kommt das daher? Ich denke schon. Also ich habe das so. Macht Sinn. Wenn man jetzt von Frequenzen und so spricht, ne? Und man schwingt hoch, wenn man happy ist und niedrig, wenn man traurig ist. Und man ist nicht auf einer Wellenlänge, ne? Nicht auf einer Frequenz. Letztendlich glaube ich, das kommt daher. Ja, glaube ich auch. Ich liebe auch so Sprichwörter. Dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht. Das 10-Finger-Sprichwort-Bingo. Und das ist halt auch häufig Sprichwörter, ne? Das sind auch so Bauernweisheiten oder halt irgendwann hat das irgendwer mal gesagt. Und häufig beziehen wir unsere Wahrheit ja auch auf solche Sprichwörter. Ja, so dass wir das einfach so sagen, weil es halt so, das sagt man halt so. Ne? Und dann denkst du, Moment mal. Wer hat das denn eigentlich gesagt? Warum? Ja, zum Beispiel, was haben wir denn da? Wer einem eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder was haben wir denn noch? Irgendwas mit Beziehungen hatte ich da auch. Komm, was gibt es da noch? Irgendwas mit, was gibt es denn da noch für Sprichwörter? Alles Mögliche. Wer ohne euch unterschuld ist, der wirft den ersten Stein oder so. Das ist ja dann auch noch bibelbezogen. Aber es gibt es gibt so viele Sprüche. Jetzt fällt mir natürlich spontan keiner mehr ein. Wenn da noch was kommt, sage ich das. Aber okay. Das ist halt auch was wir halt einfach aufnehmen und für wahr befinden. Und dann speichern wir ja alles ab. Wir speichern alles ab. Jede Information, die wir in unserem Leben jemals gefühlt, gedacht haben, die ist existent zu jedem Zeitpunkt immer noch in unserem Unterbewusstsein. Das ist gespeichert. Das ist alles gespeichert. Und du hast eben Zugriff auf dieses Unterbewusstsein. Deswegen funktioniert auch Hypnose und eben auch diese Technik, mit der ich arbeite, das Theta Healing, weil Theta ist die Hirnfrequenz, auf der ich arbeite. Und die hat nur noch so 4 bis 7 Hertz. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz entspannte Welle. Und auf der hast du Zugriff auf alle Informationen, die es halt jemals gab. Und das muss man sich auch mal bewusst machen. Ja, es geht nichts an einem spurlos vorbei. Ja. Auch wenn es unterbewusst ist, ne? Und man merkt es nicht. Was hältst du von diesen von so Healing-Frequenzen und so ein Kram? Hörst du dir selber sowas an zwischendurch? Weil ich mach's. Ja. Kann so, ja, total. Letztens lag ich so in der Badewanne und ich hatte einen miesen Tag und dann habe ich mir dann die passenden Frequenzen dazu angemacht und gehört, so beiläufig. Super. Und ich glaube, meine Freundin, ich weiß nicht, was sie so wirklich gedacht hat. Sie meinte, glaube ich, nur sowas wie, okay, was hörst du da für Entspannungsmusik? So. Ja. Und dann, ich glaube, viele können damit noch nicht so viel anfangen oder haben davon überhaupt noch nichts gehört. Kannst du das kurz zusammenfassen? Was hat es mit diesen Frequenzen auf sich? Ja. Für die Unwissenden? Super gutes Thema. Also grundsätzlich, da haben wir gerade jetzt schon mal angerissen, bestehen wir alle ja aus Energie. Ne? Wir bestehen alle aus Energie. Wir sind irgendwie aus Energie, ist Materie geworden. Das heißt also, von einer formlosen Form wurde das Ganze jetzt zu einem Körper. Und wenn du dir ein Lied anhörst zum Beispiel und dann drehst du mal ein bisschen auf, dann fühlst du das ja auch in deinem Körper. Ne? Also auch das ist eine Form, Energie ist eine Form und wir sind festgewordene Form. Das heißt natürlich, dass alles, was Energie ist und alles, was schwingt, eine Auswirkung hat auf unser System. Ja, so ist es zum Beispiel auch, wenn du, je nachdem, was für Lieder du hörst, ne, die haben eben auch verschiedene Auswirkungen. Ja, zum Beispiel, ne, gibt es irgendwie die poppigen Songs, die haben dann irgendwie so ein Upbeat.
Ja, und dann, yay, werden wir gleich fröhlich. Und dann gibt es aber welche, die haben dann irgendwie eher Moll und sind irgendwie ein bisschen, sind langsamer, sind tiefer, sind ein bisschen trauriger. Trauriger, ne? Das ist, löst in uns auch Emotionen aus. Und was eben Energie macht und was eben so Sounds machen, vor allem, ich denke, du redest auch so von, redest du auch von Binaural Beats, binaurale Beats? Ja. Genau. Die, die sorgen dafür, dass der State, also der Zustand, der Hirnfrequenz auch von beiden Hälften stabilisiert wird. Wir haben ja eine Hälfte, die ist eher logisch und eine Hälfte, die ist eher kreativ, ne, ausgeprägt. Unsere Hirne, Areale haben ja verschiedene Aufgaben und häufig ist das eine höher als das andere, ne, also es ist aktiver. Und was du mit diesen binauralen Beats machen kannst, binaural, binaural Beats, was du damit machen kannst, ist eben das Hirn wieder in eine Frequenz zu bringen, sodass es geschmeidiger läuft, dass du dich mehr entspannen kannst. Ja, ja, das sind so diese Beats. Und da gibt es eben auch so Plätschermusik, so Waldrauschen, Meeresrauschen, wo eben dieser Ton, diese Frequenz eben drunter gelegt ist, für alle, die zuhören. Und das nimmt man kaum, also manche nehmen das sehr, ich nehme das sehr doll wahr, ich höre diesen Ton, der dauerhaft läuft. Ich spüre das auch immer so heftig. Richtig, ja. Genau. Aber manche eben auch nicht und dann läuft es beiläufig. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum sowas in einem Massageraum läuft, ja? Warum da immer so Entspannungsmusik läuft, weil das natürlich unterstützt. Das ist so machtvoll, was wir eben mit Musik machen können. Ich bin ein Riesenfan von diesen Beats. Ich bin auch ein Riesenfan von Gong zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Soundbath mitgemacht hast, so ein Soundbad, wo du richtig liegst und um dich herum läuft einer mit so krassen Gongs und dann spürst du richtig die Vibration. Nee, von dem Ding. Nicht. Klingt aber cool. Ist Hammer. Kann ich dir auch jemanden empfehlen. Tatsächlich, die macht das auch gerade auch online. Die ist unglaublich, ist richtig gut. Und ja, also ich kann es nur empfehlen. Ich habe auch selber krasse Atemgeschichten gemacht. Psychedelic Breath, psychedelische Atemarbeit. Okay, da das hast du eine gewisse, richtig spannend. Ist richtig spannend. Und da hast du auch einen richtigen Zugang. Da kommen richtig auch emotionale Themen mal hoch. Also das ist eine gewisse Atemtechnik zu eben auch Housebeats, so ganz ausgewählten und krassen Tracks, die eben deinen Atem unterstützen. Und das ist eine, was passiert ist, dass du eine Kohlenstoffdioxidreaktion in deinem Körper auslöst, indem du ganz lange Atempausen hast. Ne? Indem du, wenn du ausatmest, du atmest voll aus und dann bleibst du da und atmest auch nicht wieder ein. Das heißt, du hältst ganz, ganz lange eben auch die Luft an. Das ist nichts für Leute, die jetzt Angstzustände haben oder ne, solche Geschichten. Aber wenn du fit bist, grundsätzlich ist das eine super, super Möglichkeit, um eben in deinem Körper. Das ist so krass, was da eben, was deinem Körper eben dann suggeriert wird. Ne? Also es ist bewusstseinserweiternd ohne Drogen. Das ist richtig krass. Schlecht, ey. Nicht schlecht. Das kannte ich noch gar nicht. Ich kenne das nur von Wim Hof. Da habe ich manchmal, als ich das gemacht habe, ähnlichen Zustand teilweise. Also auch so, ja, es fühlt sich einfach im Körper krass an. Ne? Aber so, dass man so Psychedelics vergleichbar war es gar nicht. Das ist richtig. Also das ist wirklich, das habe ich jetzt schon ein paar Mal mitgemacht. Die Frau auch hier in Berlin, die das macht, Eva Katzor, die macht das auch online, eben auch über Zoom und das geht wunderbar. Also du brauchst eben auch kein, das muss nicht live sein. Ich habe das alles schon ausprobiert und das ist richtig krass. Das richtig klingt krass. Gut. Ey. Ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Ja, schicke ich dir. Das klingt richtig gut. Ja, wir sind schon fast eine Stunde dran und ich versuche immer, die Folgen so ein bisschen unter einer Stunde zu halten. Das schaffen wir nicht ganz, ist aber nicht schlimm. Erstmal bis hierhin schon richtig krass. Vielen lieben Dank an dich schon mal. So und gerne, danke dir. Es geht so schnell. Ja, voll, ne? Ich finde immer, also wenn die Zeit ist relativ. Wenn die Folgen so manchmal, also kommen mir jetzt eher vor wie 30 Minuten, also eher so wie die Hälfte und nicht wie eine Stunde schon. Ja. Und das ist aber richtig gut. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich das so anfühlt. Yes. Und wir enden praktisch ähnlich, wie wir angefangen haben. Und zwar gibt es noch mal ein paar Fragen an dich. Und die Fragen bekommt jeder, der immer zu Gast ist, um dann so ein bisschen zu vergleichen, okay, wie ticken denn die Menschen? Und, okay. Wie antwortet der eine darauf? Wie antwortet der andere darauf? Es gibt ziemlich viele und ich habe fast alle, glaube ich, auch schon mal gestellt. Mal gucken, wie gut wir durchkommen und wie lange du... Manchmal kommt es so, dass man bei einer Frage dann doch nochmal 10 Minuten hängen bleibt. Okay. Aber es geht wieder darum, schnell zu antworten, ja?
Nee, du darfst jetzt, darfst du ein bisschen nachdenken. Aber ich denke, okay, die meisten Fragen, von meinem Gefühl her, wirst du auf die meisten Fragen schon eine Antwort in dir parat haben. Okay. Wenn du eine Werbung schalten dürftest, auf YouTube, Fernsehen, Radio, überall, und niemand könnte sie überspringen, kennt das ja, ne? YouTube kannst ja Werbung überspringen drücken. Und jeder ist gezwungen, sich das Ding anzuschauen. Er hat keine andere Wahl. Was würdest du den Menschen sagen wollen? Ich würde den Menschen sagen wollen, dass es sehr, sehr billig ist, dass es nichts Billigeres gibt als eine eigene Meinung, aber dass Empathie etwas ist, was wirklich was fordert, und dass das das ist, was wir alle mehr brauchen. Ich würde den Menschen sagen, dass, wenn sie es schaffen, sich selbst zu reflektieren und zu fühlen, ins Mitgefühl zu gehen mit sich selbst und mit anderen Menschen, das würde Kriege verhindern, das würde dafür sorgen, dass keiner mehr hungern muss. Ich glaube, Empathie wäre mein Werbeschild. Und wie die Werbung dann aussieht, würde ich mir noch überlegen. Cool. Wie alt möchtest du werden? Ich weiß, dass ich genauso alt werde, wie es mir beschieden ist, hier auf dieser Welt zu sein. Okay. Welche aktuell lebende Person würdest du gerne mal kennenlernen? Persönlich aktuell mit dir sich unterhalten und so weiter. Barack Obama und Michelle Obama, die zwei würde ich total gerne mal treffen. Cool. Was ist eine Sache, von der alle Leute irgendwie begeistert scheinen und du kannst einfach nicht verstehen, wieso? Moment. Wovon sind alle begeistert und ich kann es nicht verstehen, warum? Also inzwischen verstehe ich, warum Menschen von TikTok begeistert sind. Jeder oder waren. Sagt TikTok. Ja, okay, ja, aber inzwischen verstehe ich das, deswegen zählt es ja nicht. Also deswegen verstehe ich das. Warte kurz. Gibt es irgendwas, was ich nicht verstehe? Irgendwas, wovon alle begeistert, was ich nicht verstehe? Weil ich verstehe, warum die das machen. Ich habe das verstanden. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich Verständnis für ziemlich viel. Ja. Auch wenn ich das nicht toll finde oder ich es für mich nicht brauche, aber Verständnis habe ich auf jeden Fall. Ja. Meine Antwort auf die Frage ist auch TikTok gewesen damals. Ich habe meine Folge gemacht, da habe ich mir alle Fragen selber gestellt. Kann ich nachvollziehen. Jetzt weiß ich aber auch, warum es süchtig macht und so, ne? Ja. Ich kann es auch jetzt verstehen. Woran merkst du, dass du etwas in deinem Leben ändern musst? Es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich schwer an. Es fühlt sich schwer an. Wenn sich etwas schwer anfühlt, dann weiß ich, jetzt ist Veränderung dran. Hm. Immer dieses Gefühl. Da weiß ich das intuitiv. Wenn du einen Allwissenden treffen würdest und du dürftest ihm genau eine Frage stellen, die er dir beantwortet, welche Frage würdest du ihm stellen? Gute Frage. Wie kann ich der Menschheit am dienlichsten sein? Das ist schon eine krasse Antwort. Die beste Antwort, die ich je hatte darauf. Nicht schlecht. Was für eine Regel hast du für dich selbst, die du niemals brechen würdest? Ich folge meinem Herzen, ich folge meiner Intuition. Ist es in Ordnung, etwas Falsches zu tun, wenn es nie jemand herausfinden würde? Es ist so oder so völlig okay und ich bitte darum, Dinge falsch zu machen, weil falsch ist nur, die Worte haben nur die Bedeutung, die wir ihnen geben, und für mich ist falsch auch durchaus mit Erfahrung verbunden. Ne? Also was ist falsch? So. Für jeden was anderes. Ja. Ja. Findest du es leichter, jemanden zu lieben oder zu hassen? Oh, für mich ist Liebe immer, es ist alles Liebe. Ich hasse auch nicht. Ich hasse tatsächlich nicht. Ich habe das sein lassen. Ich liebe. Du hast auch so, kannst wahrscheinlich Leuten auch gut vergeben, ne? Ja. Ich habe auch, gibt's auch nicht so die Schuld und so, ne? Wenn du eine
einzige Sache auf der Welt ändern könntest, welche wäre es? Ja, Empathie. Empathie. Tatsächlich. Allen Menschen auf der Welt den Zugang zu Empathie zu ermöglichen. So auf Knopfdruck, ne? Wäre cool. Ja, richtig. Einmal anschalten und dann wäre so viel erledigt. Okay, letzte Frage. Welche persönliche Frage würdest du mir gerne mal stellen? So. Wenn du deinem Kind eine Sache mitgeben dürftest, eine Sache, was wäre das? Also das Erste, was mir jetzt in den Sinn gekommen ist eben, und denk gar nicht lange drüber nach, das Erste, woran ich gedacht habe, ist, folg deiner Leidenschaft. Du darfst noch zwei dazu tun, das eins ist gemeint. Mach mal drei, die Top 3, die du deinem Kind mitgeben würdest. Okay, die Top 3. Ja, auf jeden Fall folg deiner Leidenschaft, weil ich bin der Meinung, alles steht und fällt mit Leidenschaft. Wenn du etwas mit Leidenschaft tust, dann bist du gut da drin, dann machst du das gerne, dann bist du davon erfüllt und dann ist das einfach geil und das ist einfach das Beste, was man machen kann. Gibt einem einfach ein richtig gutes Gefühl. Das Zweite ist, lass dir nicht irgendwie einreden, dass du irgendwie, ja, lass dir nicht vor anderen Leuten einreden, was du bist. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass mir in der Schule ziemlich viel eingeredet wurde, dass ich zum Beispiel faul sei, dass ich dies nicht kann, das nicht kann. Und vor allem faul, das war so das Schlüsselthema. Alle Lehrer haben gesagt, der Daniel ist faul. Der Daniel ist nicht dumm, aber der ist stinkfaul. Dabei hat mich das nur einfach nicht interessiert, was die mir dabei gebracht haben. Und ich habe keinen Sinn darin gesehen. Deswegen wollte ich das nicht machen. Aber ja, lass dir auf jeden Fall nicht einreden, dass du irgendwas bist, auch wenn das Lehrer sind. Und ich würde mir zum Beispiel auch nicht als Elternteil von den Lehrern einreden lassen, nur weil sie in der Expertenposition sind, ne? Dass sie dann sagen könnten, mein Kind ist dies oder das. So, das würde ich den Lehrern dann niemals irgendwie dann das Recht geben. Und der dritte Punkt. Ich überlege gerade immer so, was ich mir so selber gesagt hätte. Ne? Ich habe eins auf dem Herzen, das sage ich dir gleich, wenn du deins gesagt hast. Ja, was ich denen auf jeden Fall sagen würde, also wo ich halt früh mit beginnen würde, ne? Dieses ganze Thema mit Persönlichkeitsentwicklung und sich damit mit dem Inneren zu beschäftigen und so, das kam bei mir erst sehr spät und das kam so aus meiner Intuition. Und ich glaube, wenn man früher damit anfängt, kommt man halt auch viel, viel weiter und es ist vieles einfacher. Und ich glaube, das ist jetzt nicht eine bestimmte Sache, die ich ihm halt sagen würde, ne? Aber ich würde halt so langsam und sicher so die Werte, die ich so über die Jahre jetzt so mittlerweile gesammelt habe und bis dann immer noch sammeln werde und so, das immer wieder mitgeben und einfach diese Offenheit dafür irgendwie versuchen zu vermitteln, dass es von Anfang an nicht irgendwie abgeneigt ist, ne? Dem Ganzen gegenüber und von vornherein irgendwie sehr, sehr offen ist und da interessiert ist und da genauer hinschaut und bewusst lebt und so, ne? Ja. Also Sachen, weil ich glaube, wenn man schon ein Kind in die Welt setzt, in einer überbevölkerten Welt, dann muss das ein Kind sein, was auch ein bisschen was verändern kann. Super schön. Genau so ein Mensch könnte das, glaube ich. Ja, toll. Oh, schön. Danke dir fürs Teilen. Gerne, gerne. Das war echt eine schwere Frage, habe ich noch nie bekommen. Ja, wenn du mir solche Klopper stellst dir. Ja, das ist total schön. Was war deins? Vertrauen. Vertrauen. Liebe, Vertrauen, Mitgefühl, das waren jetzt schon drei. Aber ansonsten vor allem das, was mir kam, als du auch gerade überlegt hast, war, um Hilfe zu fragen. Zu wissen, dass es total wichtig ist, andere Menschen um Hilfe zu fragen, weil damit du nicht nur zeigst,
dass du nicht alles alleine machen kannst und willst, das macht dich menschlich, sondern du gibst dem anderen ein gutes Gefühl dadurch, dass er dir helfen kann, ne? Mhm. Und das eben als was Positives zu besetzen, weil es so häufig immer gesagt wird, nein, ich frage nicht, du kennst ja selber. Ich habe das lange auch gehabt, ich bin bei einer Ausbildung zum Beispiel, wenn ich einen Host habe, einen Gastgeber, der mir das Paket mit den Manuals oder was tragen will, habe ich immer gesagt, nein, lass mich mal, ich mache das schon. So, aber die Person ist doch gerade da und freut sich, wenn sie mir helfen kann. Und als ich mir bewusst gemacht habe, überleg mal, wenn du jemandem verwehrst, dir zu helfen, dann nimmst du ihm das gute Gefühl. Und als ich mir das bewusst gemacht habe, habe ich mir gedacht, boah, ich nehme Menschen die Möglichkeit, sich gut zu fühlen. Und wer bin ich denn, dass ich das mache? Und seitdem gehe ich immer gerne einen Schritt zurück und lass mir einfach noch viel lieber helfen. Ich glaube, das wäre was ich auch meinem Kind neben Vertrauen und Liebe und Mitgefühl wäre das, dass du bitte keine Angst haben musst, dass dir jemand hilft und dass es keine Schwäche ist, sondern eine ganz tolle Auszeichnung. Voll gut, das stimmt. Ich bin auch so ein Typ, dass ich immer, ich bin ein schlechter Teamplayer. Ich mache immer das gerne... Das sagst du, ich bin ein schlechter, vielleicht manchmal, nicht immer. Ja, aber schon, also das ist so, wenn ich Sachen mache... dann möchte ich die immer selber machen. Ich kann da ganz schwer... Aber möchtest du das? Möchtest du das denn? Ist das was, wo du sagst, da fühlst du dich gut mit? Dann ist doch fein. Ja, ich fühle mich gut damit. Cool. Das ist doch gut. aber dennoch weiß ich einfach, dass es mir noch sehr... Es fällt mir einfach noch sehr schwer, so anderen Leuten zu vertrauen und so. Ne? Genau, und das ist halt so ein Grundding. Ne? Vertrauen ist was wirklich... Das ist so ein, haben ganz, ganz viele. Das ist eigentlich eine der größten Ursachen, warum irgendwas im Alter komisch ist, ist, weil das Vertrauen fehlt. Ja. Cool, ja. Pia. Ja, dann sind wir schon am Ende. 1 Stunde und 10, 11 Minuten. Wow, krass. Nicht ja, schlecht. Aber es flog. So schön. Ja, vielen wie Dank. Können denn meine Zuhörer dich finden? Vielleicht hast du auch jemanden so inspiriert, dass er gerade irgendwie denkt so, boah, ich muss mal mit der Pia einen Coaching-Call vereinbaren oder sowas. Ja. Wie finden dich die Leute? Total gerne. Vielen, vielen Dank. Also zum einen natürlich auf Instagram. Da bin ich mit Pia Victoria 1. Vielleicht packst du das noch in die Shownotes. Ansonsten ja, kommt sowieso alles rein. Genau, beim Daniel. Pia Victoria 1 oder Victorious Visions 2018. Das ist mein deutschsprachiges Coaching- und Healing-Profil. Da poste ich auch nur auf Deutsch. Und dann natürlich meine Homepage victorious-visions.com und da gibt es auch ein Kontaktformular. Da könnt ihr euch ein kostenloses Vorgespräch zum Thema Coaching und auch Theta Healing vereinbaren, buchen mit mir. Sonst schreibt mich einfach an via Instagram, auch Facebook, Pia Victoria Thiemann. Schreibt mich einfach an, schreibt mir eine private Nachricht oder auch eine E-Mail. Ich freue mich total über Feedback und wenn ihr das Bedürfnis habt und ihr hört diesen Ruf, dass da in euch irgendwas ist, und ihr wisst noch nicht wie, dann dürft ihr das total gerne tun. Oder hört auch mal bei meinem Podcast vorbei, der heißt Aloha allerseits für heitere Gelassenheit. Wenn euch der vom Daniel gefällt, dann ist das bei mir bestimmt auch ganz dienlich. Und ja, genau, so machen wir das. Ja, cool. Ja, ich packe alle Sachen in die Shownotes mit rein, dass ihr da alles ganz, ganz einfach und leicht findet. Wahrscheinlich habt ihr die Pia eh schon gefunden durch Instagram. Ja, wir haben ja... kurze Marketingkampagne gestartet. Zack, zack, zack. Auf einmal 10 Stories online. Yes. Es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Hat auf jeden Fall meinen Tag heute bereichert und wird einer der Highlights der Woche. Ich mache immer mit meinen Online-Kursen. Immer freitags erzählen wir uns unsere Highlights der Woche. Habe ich jetzt neu etabliert, weil ich gemerkt habe, cool. das fühlt sich gut an. Ja, und das wird auf jeden Fall ein Teil davon. Super, vielen Dank. Das kann ich so zurückgeben, wirklich. Also ich habe, glaube ich, bis jetzt noch gar kein Gespräch gehabt, was so schön und so geschmeidig und so bereichernd sich gegenseitig irgendwie stattgefunden hat. Das war ein richtiges Geschenk heute. Vielen, vielen Dank. Danke für das Feedback, mega cool. Gut, Pia, dann verabschiede ich mich mal. Ich hoffe, wir haben nicht das letzte Mal voneinander gehört. Vielleicht sehen wir uns oder hören wir uns nochmal auf Clubhouse. Ne? So sind wir ja gerade connected worden. Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten kommst du natürlich auch mal bitte zu Gast bei mir auf meinen Podcast. Weil sag das mir Bescheid, ich bin allzeit meine Hörer, bereit. Yes, genießen. Ja, ich bin sehr, sehr gern dabei, freue mich schon. Wir können ja einen Termin absprechen die Tage und dann
können wir die nächsten Wochen irgendwann das auch noch starten. Yes, Sir. Okay, mach's gut. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und allen, die zugehört haben, natürlich auch. Ich hab die Zuhörer ein bisschen vergessen, muss ich ehrlich sagen, zu unserem Gespräch. Aber die freuen sich bestimmt auch. Ja, so ist es auf jeden Fall authentisch gewesen. Ja. Okay, dann mach's gut und bis bald. Ciao, ciao.